Riesenerleichterung bei der TSG Steglitz nach einer herausragenden Leistung der stärksten Turnerin Michelle Timm im letzten Durchgang am Stufenbarren war klar, es reicht für den Klassenhalt. In der heimischen Sporthalle Schöneberg erturnten sich die Berlinerinnen am letzten Wettkampftag der ersten Bundesliga den vierten Platz und damit ihre beste Saisonplatzierung. Ja, es ist wirklich toll, dass wir es geschafft haben, jetzt in der ersten Liga zu bleiben. Letztes Jahr sind wir Dritter geworden. Daran konnten wir jetzt nicht anknüpfen, aber wir sind froh darüber, dass es heute geklappt hat. Das beste Team des Abends war der TSV 1861 Tittmoning. Die Mannschaft aus Bayern schlug das erste Mal in dieser Saison den MTV Stuttgart. Einen maßgeblichen Anteil daran hatte Sophie Schäder, die 2016 bei den Olympischen Spielen Bronze am Stufenbarren holte. In ihrer Paradedisziplin zeigte Schäder eine anspruchsvolle Übung, turnte toll, fast bis zum Schluss. Nur beim Abgang war sie etwas unsicher. Beim Bodenturnen überzeugte sie dafür umso mehr. Deshalb wurde die gebürtige Wolfsburgerin am Ende auch als Topscorerin des Wettkampftages ausgezeichnet. Auch für die Steglitzer war die heimische Kulisse etwas ganz Besonderes. Ja, es hat uns auf jeden Fall unterstützt und es ist schön, dass die Leute hier in Berlin natürlich dann auch sich mehr für uns freuen als in allen anderen Städten, wo wir sonst touren. Also es war schon schön. Der SSV Ulm um Janine Berger wurde am Ende des Tages Letzter. Für sie war die Reise nach Berlin eher ein, naja, Fehlgriff. Am 1. Dezember findet die Endrunde in Ludwigsburg statt. Für das Finale qualifizierten sich der TSV Tittmoning, die TG Karlsruhe Söllingen und die Turnerinnen aus Köln. Bereits qualifiziert war der MTV Stuttgart. Die Schwaben konnten es sich deshalb erlauben, ohne ihre Nationalturnerinnen Elisabeth Seitz, Tabea Alt und Kim Bui nach Berlin zu reisen.